Guten Abend und herzliche Grüße aus Weimar nach Hermsdorf. Für die, die uns nicht kennen, wir sind die Widerstandstour der Weimarer Revolution. Mein Name ist René Wenzel. Vielen Dank, dass wir hier sein können und ich meinen Senf dazugeben darf. Vielen, vielen Dank dafür. Wie immer vorab für die Denunzianten und die Spione von Frau Faeser, meine heutige Rede ist ausdrücklich als Satire und meine persönliche Meinung anzusehen. Es gibt ein Sprichwort: Die Wahrheit siegt immer. Doch die Wahrheit kann nur siegen, wenn sie ausgesprochen wird. Und deshalb begrüße ich natürlich auch die alternativen Medien. Das, was ihr macht, die Arbeit, die ihr leistet, ist mindestens so wichtig wie die Wahrheit selbst. Danke, dass ihr da seid. Und meine besten Grüße auch an die, die den Livestream sehen, die zu Hause geblieben sind und ihren Arsch wieder einmal nicht vom Sofa hochbekommen haben. Die denken, das wird schon alles. Wenn der Putin erst den Krieg gewinnt und wenn der Trump erst die Wahl gewinnt, wird alles besser. Ich kann euch zu Hause sagen, niemand von außen wird euch retten. Kein Donald Trump und kein Wladimir Putin wird euer Land retten. Es ist euer Land. Ihr rettet es selbst oder es geht unter. Und ja, auch viele aus unseren Reihen haben mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, etwas zu verändern. Doch ich kann Ihnen und euch zu Hause sagen, es gibt noch Hoffnung. Solange hier auch nur noch ein paar Menschen stehen, der ein Herz für ihre Kinder schlägt, der ein Herz für ihr Land schlägt und der ein Herz für den Frieden schlägt, gibt es Hoffnung. Ja, vielleicht muss es erst noch viel schlimmer kommen, doch auf jede noch so dunkle Nacht folgt ein heller Tag. Wir müssen uns unserer Stärke bewusst sein. Schon Bismarck sagte, wenn die Deutschen zusammenhalten, so schlagen sie den Teufel aus der Hölle. Am vergangenen Donnerstag war Reformationstag. Die Leistungen Luthers führten zur Aufklärung des Volkes. Heute bräuchte es wieder einen Luther, der die Schlafschafe aufweckt, damit sie wach werden, damit sie der Spaltung des Landes ein Ende bereiten, damit sie die Teufel aus den Parlamenten jagen. Denn dort sitzen sie heute. Dafür muss jeder Einzelne alles, was er in sich hat, aus sich herausholen, so wie diese Menschen hier. Sie sind seit vielen Jahren auf der Straße und es ist eigentlich gar nicht schwer. Das kann jeder für sich selbst abwägen. In die eine Waagschale lege ich die Zeit, die ich dafür aufbringe und all die Beschimpfungen als Querdenker, als Rechter, als Idiot, als Aluhutträger und als Nazi. All die Repressalien durch Behörden, Lehrer, Politik und Polizei. In die andere Waagschale lege ich die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Eine Zukunft ohne freie Entscheidung über ihren Körper. Eine Zukunft mit Messermorden und Vergewaltigungen an der Tagesordnung. Eine Zukunft, in der Bomben fallen und unsere Kinder in den Dritten Weltkrieg geführt werden. Wenn ich das tue, fällt die Entscheidung leicht. Und das Beste daran ist, man kann seinen Kindern in die Augen schauen. Man kann ihnen in die Augen schauen und sagen, ich habe meine Elternpflicht erfüllt. Ich habe alles gegeben, um eure Zukunft so friedlich und frei wie möglich zu gestalten. Ich habe alles gegeben, um euch zu beschützen. Ich habe gekämpft für euch, anstatt zu allem Ja und Amen zu sagen. Anstatt hinzunehmen, dass sie eure Zukunft zerstören. Und ich frage euch, die den Livestream sehen, und all die anderen, die den Mut nicht aufbringen, auf die Straße zu gehen. Was sagt ihr euren Kindern, wenn sie euch fragen? Mama und Papa, wo wart ihr, als die Menschen für die Freiheit gekämpft haben? Mama und Papa, wo wart ihr, als die Menschen für den Frieden gekämpft haben? Was sagt ihr ihnen, wenn sie euch fragen? Mama und Papa, warum habt ihr nicht für meine Zukunft gekämpft? Was wollt ihr sagen?
dass ihr keine Zeit hattet, weil ihr im Café gesessen habt und diejenigen, die Rückgrat bewiesen haben, belächelt habt? Was wollt ihr sagen? Dass eure Arbeit wichtiger war als ihre Zukunft? Was sagt ihr euren Kindern, wenn die Einberufung kommt? Was sagt ihr euren Kindern, wenn sie in den Krieg müssen? Was sagt ihr euren Kindern, wenn hier Bomben fallen? Und was sagt ihr dann, wenn sie in einen Plastiksack von der Front zurückgeschickt werden? Seid ihr dann stolz auf sie? Seht in die Ukraine, seht nach Gaza, seht in die ganze Welt. Wollt ihr diese Zustände für eure Kinder? Dann solltet ihr weiter den Livestream von der Couch aussehen. Seit dem angeblichen Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 macht Israel ganz Gaza den Erdboden gleich. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Zivilisten, ohne Rücksicht auf Frauen und auch ohne Rücksicht auf Kinder. Ein Völkermord, der seinesgleichen sucht. In den ersten 6 Monaten wurden dort 15.000 Kinder ermordet. 15.000 unschuldige Kinder, 15.000 arme Seelen, die nicht wussten, was da kommt, geschweige denn, warum. All diese Kriege auf der Welt werden nur aus Rache, Hass und der Gier nach Geld geführt. 3 Eigenschaften, ohne die jedes Kind dieser Welt geboren wird. Die Welt brennt. Die Welt rüstet auf wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und jeder Trottel klatscht Beifall. Die Kriegstreiber in unserem Land und der Welt treiben gemeinsam mit den Medien den Blutrausch voran. Wenn ich sehe, wie viele Menschen nach Waffen schreien, wie viele Menschen nach Krieg schreien, frage ich mich, haben sie zu viele Siegesparaden im Fernsehen gesehen? Offensichtlich wissen sie nicht, was Krieg wirklich bedeutet. Offensichtlich wissen sie nicht, was mit ihren Kindern und Kindeskindern geschehen wird. Jeder Soldat sollte bereit sein, sein Opfer zu bringen. Dies bedeutet, in letzter Konsequenz, er opfert sein Leben. All diesen Kriegsbefürwortern sollten sich im Klaren sein, dass dies bedeutet, sie opfern ihre Kinder und Kindeskinder. Und dabei rede ich nicht von den Damen und Herren Politikern, denn deren Kinder werden in diesen Kriegen nicht kämpfen. Und ich empfehle all diesen nach Waffen schreienden Kriegstreibern, sich mit einem Piloten der Lazarett-Hubschrauber vom Jedank-Krieg zu unterhalten. Er kann ihnen sagen, was Krieg wirklich bedeutet. Er kann ihnen sagen, wie sie zerfetzte Soldaten in seinen Hubschrauber geladen haben. Er kann ihnen sagen, wie diese jungen Soldaten gejammert und nach ihrer Mutter geschrien haben. Er kann ihnen sagen, wie viel Blut aus einem abgerissenen Oberschenkel spritzt. Er kann ihnen sagen, wie viel Wasser benötigt wird, um das Blut aus einem Hubschrauber zu waschen. Er kann ihnen vielleicht die Augen öffnen und ihnen erklären, dass Waffen niemals Frieden bringen. Ich hoffe inständig, dass sich noch genügend Menschen bekehren lassen und es nicht zulassen, dass wir einen dritten Weltkrieg erleben müssen. Ich hoffe inständig, dass die Menschen vorher wach werden und die Regierung der kriegstreibenden Länder nun endlich an den Verhandlungstisch zwingen. Die ganze Kriegspropaganda, das ganze Geschrei, die Lügen, der Hass kommen ausnahmslos von Menschen, die nicht in diesen Kriegen kämpfen müssen. Doch all diesen Kriegstreibern sage ich das Gleiche, wie Italien Salvini zu Macron sagte. Ihr wollt in den Krieg ziehen? Setzt eure Helme auf, zieht eure Schutzwesten an, geht in die Ukraine, aber geht uns nicht auf den Sack. Zum Glück noch strömen die Menschen nicht wie 1933 bei Hitler diesen Kriegstreibern hinterher. Bei ihren ketzerischen Kundgebungen werden sie ausgepfiffen und ausgebuht. Noch gibt es auch Parteien in unserem Land und der Welt, die gegen diese Machtspiele kämpfen und die Aufrüstung verhindern wollen. Doch die Parteien dieses Landes und der Welt kämpfen mit allen Mitteln dagegen. Schon immer haben die Kriegstreiber versucht, die Befürworter des Friedens mundtot zu machen. Das begann schon 1025, als die Christen die ersten Kreuzzüge planten. Oder am 28. Februar 1933, als Reichskanzler Adolf Hitler als eine seiner ersten Amtshandlungen Oppositionsparteien verboten hat, zum Schutze des Volkes.
kommt das hier jemandem bekannt vor? Das Gleiche erleben wir heute in Deutschland. Die Geschichte wiederholt sich. Doch noch stehen wir hier. Solange wir noch stehen können, werden wir kämpfen für ein freies Thüringen, für ein freies Deutschland und für ein freies Europa. Für die Menschen auf der Straße hier ist seit Jahren das oberste Motto der Frieden. Frieden in jedem von uns selbst, Frieden in diesem Land und Frieden in der Welt. Deshalb kämpfen wir Montag für den Frieden. Deshalb kämpfen wir Montag für die Freiheit. Deshalb kämpfen wir Montag für ein Ende jeglichster Waffenlieferungen. Denn Waffen haben noch niemals Frieden gebracht. Waffen bringen immer nur Tod und Zerstörung. Frieden muss mit Worten erkämpft werden. Wir müssen keinen Krieg gewinnen. Wir müssen den Frieden gewinnen. Frieden muss der gemeinsame Nenner aller Menschen sein. Das ist der gemeinsame Nenner, der alle Menschen miteinander verbindet. Denn die stärkste Waffe der Menschheit heißt Solidarität. Deshalb stehen wir hier. Solidarität heißt nicht, weitere Wirtschaftsflüchtlinge, die getarnt als Kriegsflüchtlinge hierher kommen, aufzunehmen. Solidarität mit der Menschheitsfamilie bedeutet, sich gegen alle Kriege dieser Welt zu stellen. Doch die meisten Politiker in unserem Land und der Welt sind nur solidarisch mit ihrem Portemonnaie. Sie leben wie Parasiten von unserem Geld, wollen uns großkotzig erklären, wie wir zu leben haben. Sie liefern Waffen für den Frieden, sie liefern Chemie für unsere Gesundheit, sie liefern Zensur für die Freiheit. Aber ihre Medien sagen, wir sind die Verschwörungstheoretiker. Sie machen Rentner zu Bettlern, sie machen Frauen zu Opfern und sie machen Arbeiter zu Sklaven und friedliche Menschen zu Nazis, weil sie für den Frieden auf die Straße gehen, weil sie für die Zukunft ihrer Kinder auf die Straße gehen, weil sie für die Zukunft Deutschlands auf die Straße gehen und weil sie für die Zukunft Europas auf die Straße gehen. Weil sie sich den tausendsten Messerstecher nicht mehr gefallen lassen. Weil sie sich die tausendste Gruppenvergewaltigung nicht mehr als Einzelfall verkaufen lassen. Weil sie Patrioten sind, die ihr Heimatland lieben. Weil sie sagen, Umweltschutz ja, Klimawahn nein, danke. Weil sie ihre Muttersprache erhalten wollen und diesen Genderschwachsinn nicht mitmachen. Weil sie sagen, es gibt nur zwei Geschlechter und jeder verdammte Mensch auf dieser Welt wurde von einer Frau geboren. Für die meisten Menschen ist das Thema Corona und die mit der vorgespielten Pandemie verbundenen Zwangsmaßnahmen vom Tisch und aus dem Gedächtnis verschwunden. Doch nicht für alle von uns. Denn wir vergessen nicht, was sie unseren Kindern, unseren Alten und uns angetan haben. Wir kämpfen weiter, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Wir kämpfen, bis bei den verantwortlichen Politikern und Ärzten die Handschellen klicken. Wir kämpfen weiter, bis jeder Lehrer, jeder Erzieher, jeder Verkäufer seine Schuld eingestanden hat und Reue zeigt. Spätestens nach der Offenlegung der RKI-Protokolle ist es an der Zeit, dass in jedem Geschäft, in jeder Kita, in jeder Schule, in jeder Arztpraxis, in jedem Krankenhaus, in jedem Altenheim, ja in jedem Sportverein und in jedem städtischen Gebäude Tafeln aufgestellt werden, auf denen die Betreiber um Vergebung flehen für ihre Gräueltaten, die sie uns angetan haben. Jede Zeitung, insbesondere die der Funke Media Gruppe, sollten in jeder täglichen Ausgabe auf ihren Titelseiten in Großbuchstaben um Verzeihung bitten. Ihre Redakteure sollten zu den Montagsprotesten kommen und die Leute, die sie jahrelang als rechte Nazis und Schrubler bezeichnet haben, auf Knien um Vergebung flehen. Vorher werden wir nicht ruhen, denn wir vergessen nicht und wir vergeben nicht, denn wir geben alles für die Freiheit. Wir geben alles für Thüringen und wir geben alles für unser Heimatland. Okay, Hermsdorf, bevor wir uns jetzt gern eurem Protestzug anschließen, habe ich noch eine Herzensangelegenheit, bei der auch eure Hilfe
wichtig ist. Es ist nicht ganz so einfach für mich, aber ich mache einfach mal weiter. Seit Anbeginn des Widerstandes in Thüringen unterstützt eine Gruppe Patrioten immer wieder alle möglichen Proteste. Und so ist auch ein Teil von Ihnen heute hier, die vogtländischen Trommler. Zwei von Ihnen, Andi und Stefanie, tragen gemeinsam ein Schicksal. Ein Schicksal, mit dem nicht jeder zurechtkommen würde. Sie sind Eltern von 4 großartigen Kindern. Ihre Tochter Laura Sophie hatte an ihrem 11. Lebenstag eine beidseitige Hirnblutung. Laura Sophie ist heute 14 Jahre alt und zu 100% geistig und körperlich behindert. Andi und Stefanie kämpfen nicht nur mit uns hier, Seite an Seite und Schulter an Schulter. Ihr Alltag besteht aus Kämpfen mit Behörden und Krankenkassen, um gute Therapien und ein halbwegs normales Leben zu bekommen. Doch es ist ein Leben voller Rückschläge und voller Hoffnung. Und jeden dieser Rückschläge haben sie gemeistert und wieder neu begonnen. Nun gibt es einen weiteren Rückschlag für diese Familie. Ihr Vermieter klagt auf Eigenbedarf und setzt die Familie vor die Tür. Bis zum 31.01.2025 müssen sie das Haus, welches sie auf Laura Sophies Behinderung angepasst haben, verlassen. Sie haben alles versucht, es zu behalten. Sie haben alles versucht, etwas Neues, welches der Behinderung ihrer Tochter gerecht ist, zu finden. Doch mehr als Steine zeigt ihr Weg nicht auf. Die einzige Möglichkeit, der einzige kleine Lichtschimmer, ist nun ein Eigenheim. Dies würde aufgrund der Berufstätigkeit der beiden die Bank auch finanzieren. Doch eben leider nur den Kaufpreis, nicht die Makler, Notar und Nebenkosten. Diese belaufen sich immerhin für 11.000 Euro, eine Summe für diese Familie, die nicht stemmbar ist. Die Sandra hat hier vorne die kleine Spendenbox. Es wäre schön, wenn sich darin der ein oder andere Euro für die Familie findet. Jeder einzelne Euro zählt. Und wenn jeder, der schon einmal die Trommeln der beiden gehört hat, auch nur einen Euro geben würde, dann könnten sie das Haus kaufen ohne jeglichste Bank, ohne eine Finanzierung, ohne irgendetwas. Wenn nur jeder bereit wäre, so viel zu geben, wie diese Familie für den Widerstand gegeben hat, wäre das kein Problem. Okay, eine Sache habe ich trotzdem noch. Hinter mir steht unser Widerstandspickup, an dem ist hinten ein Schild befestigt. Auf diesem Schild steht Weimar für alle und alle für Weimar. Und wir nehmen das wörtlich. Auf diesem Schild haben sich unzählige Orte, Städte verewigt, die im Widerstand sind, die diesen Pickup irgendwann gesehen haben mit diesem Schild. Und es wäre schön, wenn sich Hermsdorf oder vielleicht auch der ein oder andere Ort, der sich hier befindet, mit darauf verewigt, die Eddings sind da hinten irgendwo und eure Ortschaft mit draufschreibt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein können. Ich danke euch.